Moin Jungs, da bin ich wieder und in diesem Video geht es einzig und allein darum, wie ihr am meisten Geld in GTA 5 online macht. Das ist jetzt ein Projekt von 3 Teilen. In diesem Teil geht es darum, wie ihr das komplett solo macht. Jetzt fragt ihr euch, ja, warum direkt solo? Weil es gibt ja Leute, die haben eine schlechte Internetverbindung oder bei denen kackt GTA 5 extrem ab und die fliegen aus Jobs raus und wollen aber trotzdem ein bisschen Geld machen. Und deswegen habe ich mir in diesem Video überlegt, wie ich euch zeige, wie ihr komplett solo, also quasi auch in der Solo-Sitzung, ohne Freunde, ohne Randoms, also irgendwelche zufälligen Spieler, mit welchen Methoden ihr am meisten Geld macht. Ich habe mir dieses Projekt überlegt, weil es kam jetzt doch öfters die Frage auf, hey, mit dem Job macht ihr mehr Geld und es gibt YouTuber, die da irgendwelche Fake-Videos hochladen, wo einfach nicht der Wahrheit entsprechen, und diesem Thema habe ich mich jetzt angenommen. Das wird ein Projekt aus 3 Teilen sein. In diesem Teil wird es komplett solo sein. Im zweiten Projekt wird es sein, nur so Versus-Missionen, also Deathmatches, Last Team Standings, Captures, Gegner-Missionen, also wirklich, wo Spieler gegen Spieler, also, ja, wo Spieler gegen Spieler spielen. Und im dritten Teil, oder im letzten Teil von diesem Projekt, geht es darum, wie ihr allgemein mit allem, alles was GTA zur Verfügung hat, wie er dort am meisten Geld macht, also mit VIP-Events, Heists, Deathmatches, also wirklich alles was es gibt, wie er dort am meisten Geld macht. Das heißt, wenn ihr keinen Teil davon verpassen wollt, könnt ihr mich abonnieren, um in Zukunft auch die 2 anderen Teile noch zu sehen und die nicht zu verpassen. Aber in diesem Video geht es einzig und allein darum, wie er es komplett solo macht. Also GTA hat ja einige Möglichkeiten, gerade im freien Modus, wo man ein bisschen Geld machen kann. Ich fange jetzt gerade mit dem schlechtesten an, was es gibt, ist das Schießstand, Golf und Dart. Also da gibt es manchmal gar kein Geld, bis so wenig Geld, dass es nicht lohnt. Da könnt ihr auch gerade irgendwelche NPC-Gegner erschießen und über die Leichen laufen, weil die lassen ja auch mal 22 bis, weiß ich, $48 mal liegen. Und wenn ihr das eine Stunde macht, dann habt ihr natürlich auch mehr Geld, wie wenn ihr eine Stunde Golf spielt. Von dem her lasse ich das Thema komplett außen vor. Und ich gehe wirklich nur auf die Sachen ein, die auch wirklich sinnvoll Geld bringen. Klar, es gibt die Simeon Autos, wo man dann per SMS bekommt, die man ihm dann bringen soll oder muss. Oder irgendwelche grünen Fahrzeuge, die in letzter Zeit auch nicht mehr so oft auf der Karte gespawnt sind. Aber das ist jetzt keine Methode, um wirklich Geld zu machen. Die kann man machen, wenn man in der Nähe ist oder in der Nähe von Los Santos Customs, das kurz umlackieren und runterfahren zu Simeon. Dann gibt es auch immer so um die $10.000, also ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Aber darauf gehe ich auch nicht ein, weil es ist keine wirkliche Methode, um Geld zu machen. Genauso wie die getunten Straßenfahrzeuge, die auf der Straße irgendwo spawnen. Wenn man die Locations und die Uhrzeiten, wo die getunten Straßenfahrzeuge spawnen, dann macht es natürlich Sinn, die natürlich, wenn man sie nicht behalten möchte, schnell zu verkaufen. Das Ding ist nur, man sucht halt ewig lang und das ist halt auch keine sichere Methode. Also dann ist man länger auf der Suche und auf die Zeit zu warten, wann die spawnen, dass es halt keinen Sinn macht. Genauso wie irgendwelche NPC-Fahrzeuge. Klar, wenn man in einem Job rauskommt und dann irgendwo spawnt, wo gerade ein teures Fahrzeug ist, dann kann man das natürlich nehmen. Macht natürlich Sinn. Aber das ist als Methode, würde ich es jetzt auch nicht nehmen. Dann kommen wir mal zu den Tageszielen, wo jetzt Rockstars vor einiger Zeit in das Spiel mit eingebracht haben. Viele wissen gar nicht, wie viel Geld es gibt oder was man dazu machen muss oder wie das alles funktioniert. Aber das passt jetzt auch nicht so direkt in dieses Video rein, weil manchmal braucht man einfach andere Mitspieler. Und weil ich in diesem Video komplett alles solo erzählen möchte, könnt ihr mal reinschauen, und es gibt ein paar Missionen, wie zum Beispiel Fallschirmspringen oder Überlebenskampf teilnehmen und. Die kann man alle solo spielen. Aber es macht halt, oder es funktioniert nur dann, wenn man es halt komplett solo macht. Ich habe jetzt gerade eben, wie ihr im Hintergrund seht, wirklich 3 Tagesziele bekommen, die ich komplett solo machen konnte. Und das ist natürlich auch $25.000, das ist natürlich super Geld in kurzer Zeit, wo man auch solo machen kann. Aber die meisten Tagesziele, da braucht man einfach Kumpels dazu oder irgendwelche Randoms. Und deswegen gehe ich auch nicht darauf ein, weil man kann es nur einmal am Tag machen. Man kann es jetzt nicht so oft machen, wie man möchte. Und ich möchte schon euch zeigen, wie ihr wirklich komplett 1 Stunde zum Beispiel nur spezielle Sachen machen oder spielen könnt, wo ihr wirklich einen Haufen Geld macht. Und deswegen gehe ich jetzt auch nicht so direkt auf die Tagesziele ein. Da wird in nächster Zukunft auch noch ein Video dazu kommen, über die Tagesziele, wie viel Geld es gibt und wie die Tagesziele ausschauen, wie man sie am besten bewältigt. Und ja, schaut einfach rein in nächster Tage, es wird auf jeden Fall jetzt eins kommen. Ihr könnt bei der Gelegenheit mich auch nochmal abonnieren, wenn ihr wissen wollt, über das ganze Thema Tagesziele. Da habe ich mir auch sehr viel Zeit genommen. Und jetzt gehe ich zum nächsten Punkt, und das ist die Flugschule. Also die Flugschule ist auch so ein Ding, es macht Sinn, wenn man die noch nicht gespielt hat. Und zwar, wenn ihr jetzt gut im Fliegen seid, dann spielt so viele Missionen. Ich habe jetzt auch nicht alle gespielt, weil irgendwann wird es dann so schwer, wo man wirklich stundenlang dran ist, nur um
eine Lektion zu beenden. Und von dem her macht es wirklich nur Sinn, so lange zu spielen, bis ihr die Goldmedaille habt. Wenn ihr zweimal verkackt und nur zweimal Bronze habt, dann kriegt ihr zwar am Ende, ja, keine Ahnung, nach einer Minute $15.000, aber das wird dann so lange aufgeteilt, bis ihr Gold habt. Also es macht nur Sinn, wenn ihr wirklich beim ersten Mal oder beim zweiten Mal spätestens die Goldmedaille holt, dann kriegt ihr richtig viel Geld. Aber wenn ihr es dann nochmal spielt und die Goldmedaille schon habt, dann ist es so unattraktiv, die Flugschule, dass es einfach nicht mehr lohnt, es zu spielen. Und deswegen komme ich jetzt zu den Punkten oder zu den Methoden, wo ihr wirklich richtig viel Geld macht. Ich habe es jetzt auch in so einem Ranking gemacht. Die schlechteste Methode am Anfang und das steigert sich dann jedes Mal. Und dann zeige ich euch am Schluss, wie ihr wirklich in einer Stunde wirklich das meiste Geld macht. So. Kommen wir also nun zum Platz Nummer 5. Das ist der Fallschirmsprung. Den habe ich mehrmals getestet. Also ich habe einmal mich beeilt, habe es in relativ kurzer Zeit geschafft. Dann habe ich mir mal richtig Zeit gelassen. Dann habe ich mal versucht, alle Punkte zu kriegen. Dann habe ich mal versucht, möglichst schnell ins Ziel zu kommen. Also ich habe da wirklich mehrere Varianten probiert, um wirklich dann sagen zu können, welches ist die beste Variante. Und dann bin ich ganz klar zu einem Entschluss gekommen. Je mehr Punkte ihr einsammelt, desto mehr Geld gibt es am Ende. Also das heißt, es bringt jetzt nichts, so wie bei anderen Missionen, Hauptsache schnell, schnell, schnell und ihr macht das meiste Geld, sondern da ist es wirklich wichtig, lasst euch lieber mehr Zeit und versucht dann lieber da, also nicht so wie ich jetzt gerade im Hintergrund, versucht da wirklich fast alle Punkte, wenn nicht sogar alle Punkte zu bekommen, ihr werdet am Schluss dafür mehr Geld bekommen. Wenn ihr das am Schluss dann nicht beendet, aus irgendeinem Grund, weil ihr den Punkt am Schluss nicht erwischt oder ihr zwischenzeitlich gestorben seid, dann gibt es noch ungefähr die Hälfte von dem, was ihr eigentlich hättet bekommen sollen. Deswegen guckt auf jeden Fall, dass ihr die meisten Punkte erwischt und versucht am Schluss wirklich in den Punkt zu landen, weil sonst war die ganze Arbeit umsonst. Und da lasst euch lieber mehr Zeit, lohnt sich am Schluss oder zahlt sich am Schluss wirklich aus. Und ich habe festgestellt, wenn ich das wirklich eine Stunde lang spiele, es hört sich zwar echt verrückt an, Fallschirmsprung eine Stunde lang zu spielen, aber ihr könnt in einer Stunde ungefähr 75.000, 76.000, je nachdem, also so genau machen wir es jetzt nicht, aber ihr bekommt pro Stunde 75.000 GTA-Dollar und ungefähr 24.000 RP. Und das reicht jetzt für den Platz Nummer 4. Platz Nummer 5, tut mir leid. So, und jetzt kommen wir mal zum Platz Nummer 4. Platz 4 sind wir jetzt bei Rennen angekommen. Und da habe ich jetzt wirklich verschiedene Rennen gefahren, also getestet, ob es jetzt an der Streckenlänge liegt oder an der Zeit und alles mögliche. Und auf dem großen Bildschirm seht ihr jetzt, und wie auch links oben auf dem kleinen Bildschirm, seht ihr kriminell schnell. Auf dem großen Bildschirm habe ich es wirklich so zügig, wie es irgendwie geht, versucht, das Rennen zu beenden. Mit meinen ganzen fahrerischen Künsten, also es geht natürlich auch schneller, es war ja auch Regen und ich bin jetzt auch nicht so der Top-Fahrer, habe eine halbe Minute ungefähr gebraucht. Und links oben seht ihr, da habe ich vorm Ziel dann noch ein bisschen gewartet, um die Zeit runterzulaufen, die Zeit runterlaufen zu lassen. Dafür habe ich 7,5 Minuten oben gebraucht. Klar habe ich dann oben in den 7,5 Minuten mehr Geld bekommen und mehr RP, als wenn ich mich beeile. Aber in der Zeit, wo ihr wartet, könnt ihr das Rennen ja viel öfters starten und viel öfter hintereinander das Rennen beenden. Und hochgerechnet auf die Zeit, oder auf eine Stunde hochgerechnet, bekommt ihr wirklich wesentlich mehr. Also fast das Doppelte bekommt ihr mehr. Oder das Dreifache sogar, bekommt ihr mehr, wenn ihr die Rennen schnell beendet, anstatt zu warten. Klar, wenn ihr wartet, bekommt ihr mehr Geld, sieht natürlich super aus. Aber in der Zeit hättet ihr das Rennen 15 Mal fahren können oder keine Ahnung wie oft, 10 Mal. Und ich habe jetzt auch noch eine andere Strecke genommen, wie ihr im Hintergrund seht. Wo ich auch, also kriminell schnell habe ich an 7,5 Minuten geschafft. Und jetzt habe ich einfach eine andere Strecke genommen, einfach eine wesentlich längere und habe auch noch vom Ziel dann gewartet und auch die 7,5 Minuten abgewartet, bis ich ins Ziel reingefahren bin. Ich habe zwar ein bisschen mehr bekommen, weil die Strecke einfach länger ist, aber die Zeit war halt exakt dieselbe. Das heißt, je länger die Strecke ist und je kürzer ihr dafür braucht, desto mehr Geld bekommt ihr, ja, ich sag mal, nach einer Stunde Rennen fahren. Das heißt, sucht euch wirklich viele kleine Rennen aus und beeilt euch wirklich und beendet sie, anstatt ja vom Ziel noch zu warten oder eine extrem lange Strecke zu nehmen, wo ihr extrem lang braucht. Also wirklich, nochmal, ich wiederhole mich jetzt nochmal, sucht euch kurze Strecken aus, dafür viele und fahrt so schnell, wie ihr könnt. Dann macht ihr eine Stunde, habe ich jetzt ausgerechnet, ich habe es mal geprobiert danach, anschließend eine Stunde kriminell schnell und wirklich so schnell, wie es geht. Ich habe $92.000 gemacht und 14.000 RP. Also, das reicht auf jeden Fall mal für einen
vierten Platz, ne? Dann kommen wir jetzt gleich mal zum dritten Platz. So, und jetzt kommen wir zu Platz 3 und das ist der wohl umstrittenste Platz wahrscheinlich, den es überhaupt gibt. Weil ich habe mir oftmals erzählt, ja, wenn ihr die Mission so spielt oder gebt anderen Leuten Tipps, wie man am besten an Geld kommt, dann höre ich so oft oder bekomme so oft die Antwort, ja, Überlebenskampf spiele ich halt lieber, da kriege ich 30.000, Sally, du erzählst einen Scheiß. Da sage ich mir, ja klar, bekommst du 30.000 für einen Überlebenskampf, aber du bist halt 20 Minuten beschäftigt. Und in der Zeit kannst du ganz viele andere Sachen auch noch machen, wo im Endeffekt dann am Ende vom Tag mehr bei rüberkommt. Aber ich möchte jetzt den Überlebenskampf nicht schlecht reden, er ist definitiv lukrativ. Also wenn man es schafft in 20 Minuten, bekommt man wirklich $30.000, einen Haufen RP. Es ist ein super Ding. Am besten müsst ihr halt wirklich da, so wie ich, euch irgendwo vercampen, euch einen cool sicheren Helm aufziehen, eine schwere Weste anziehen, Panzerung und Snacks voll haben, dass wenn es eng wird, mal kurz irgendwas zu snacken. Schießt mit der Panzerfaust, campt euer Leben tot. Keine Ahnung, es ist ja nicht schlimm, jetzt beim Überlebenskampf zu campen, weil man möchte das Ding ja gewinnen, wegen dem Geld und nicht zu zeigen, hey, ich bin Run and Gun Spieler oder so ein Scheiß. Egal. Auf jeden Fall, Überlebenskampf ist super. Am besten einfach campen, Helm auf, Panzerung, Snacks voll. Und dann macht ihr wirklich in einer Stunde $90.000 und ungefähr, weil ihr bringt dann einen Haufen Leute um und am Ende, wenn ihr es geschafft habt, bekommt ihr nochmal ein paar tausend RP. Und ungefähr macht ihr in einer Stunde 18.000 RP. Also hört sich eigentlich relativ gut an. Es ist nur nicht mehr ganz so einfach, wie es früher mal war. Also man hat manchmal zu kämpfen, man schafft auch vielleicht die neunte Welle nicht immer alleine. Ladet euch am besten Kumpels ein, aber um das geht es ja jetzt nicht, sondern es geht ja solo. Also müsst ihr euch anstrengen, ja, nicht zu sterben, das ist eigentlich das Wichtigste. Und dann ist eigentlich so ein Überlebenskampf auch nicht schlecht. Ne? $90.000 finde ich für den dritten Platz eigentlich ganz okay. Man muss halt nur bedenken, dass die Munition, die ihr dafür verschwendet, wie Raketen, Haftbomben, Granaten, die ganze Schussmunition, weil ihr seid sehr viel am Schießen, die müsst ihr am Schluss ja wieder bezahlen. Also von dem her, ihr macht nicht ganz $90.000 und meistens auch ein bisschen weniger, weil ja, manchmal braucht man einfach 22, 25 Minuten pro Überlebenskampf, da kriegt man keine 3 Stück in einer Stunde hin. Aber trotzdem immerhin eine gute Methode, um mal schnell Geld zu machen. Oder ihr bekommt ja immerhin noch relativ viel Geld, wenn ihr in der neunten Welle stirbt. Also das ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn ihr auch nicht ganz den Überlebenskampf schafft. In den ersten Wellen zu sterben, da macht es natürlich keinen Sinn, den Überlebenskampf zu spielen. Dann würde ich lieber Rennen fahren, dann macht ihr mehr. So, das war's jetzt hier mit dem dritten Platz und jetzt kommen wir zum zweiten Platz. Auf Platz 2 kommen wir jetzt zu den VIP-Aufträgen. Ich weiß, dass man solo nicht alle VIP-Aufträge machen kann. Auch die komplette VIP-Herausforderung sind deaktiviert. Aber die man alleine zur Verfügung hat, das sind immerhin, glaube ich, 3 oder 4 Stück. Und die reichen, um richtig viel Geld zu machen, dass man auf Platz 2 hier kommt. Also ich habe jetzt eine Stunde lang VIP gespielt mit meiner Methode. Das hat $114.000 gegeben. Und wenn man das quasi die 4 Stunden, wo man VIP ist, durchführt, dann macht man fast eine halbe Million Dollar in 4 Stunden und das ist richtig gut. Und also am meisten Geld gibt es auf jeden Fall die Stadtrundfahrt. Die liegt immer so über $20.000, so 22 bis $25.000 kann man dadurch verdienen. Aber weil man die ja nicht permanent hintereinander spielen kann, sondern dann immer 15 Minuten Pause hat, bis man die wieder spielen kann, muss man sich halt irgendwie zwischenzeitlich mit was anderem beschäftigen. Und da habe ich jetzt eine Reihenfolge herausgefunden. Das ist natürlich jetzt individuell, wie lange man braucht. Je schneller man ist, desto anders wird die Reihenfolge vielleicht sein. Aber in der Zeit, wie ich es gespielt habe, und ich war relativ zügig, habe natürlich immer versucht mit dem Kuruma oder mit dem Buzzard, weil der einfach am schnellsten ist und am effektivsten bei solchen Aufgaben, habe ich relativ wenig Zeit verbraucht und konnte somit wirklich ja, 6 VIP-Aufträge pro Stunde machen. Und ich zeige euch jetzt gerade mal die Reihenfolge, die ihr machen könnt. Ich empfehle es euch, weil meiner Meinung nach ist es die schnellste Möglichkeit oder die effektivste Möglichkeit zusätzlich am meisten Geld zu machen. So, das ist jetzt meine Reihenfolge, die ich in einer Stunde geschafft habe. Also wie ihr seht, die Stadtrundfahrt gibt wirklich immer am meisten Geld, so zwischen 22 und 23.000 habe ich jetzt bekommen. Die Kapitalrückführung war eher schlecht, die würde ich jetzt euch nicht empfehlen, die wieder zu spielen, aber aus zeitlichen Gründen blieb mir jetzt nichts anderes übrig. Dann die feindliche Übernahme war auch noch okay, aber ihr seht schon, je länger ihr dafür braucht, desto mehr Geld gibt's. Aber in der Zeit, ja, je länger ihr für irgendwas braucht, gibt es immer mehr Geld, aber es ist Zeitverschwendung, weil in der Zeit, wo ihr dann länger braucht, hättet ihr schon wieder was Neues starten können.
Und mit dieser Reihenfolge, also wirklich Stadtrundfahrt, habe ich jetzt 4 Minuten gebraucht, danach 5 Minuten, 6 Minuten, 5, 8 und 7 Minuten. Dazwischen die ganzen Wartezeiten, bis ich wieder einen neuen Job starten kann. Das kommt dann ungefähr auf plus minus 60 Minuten. Und ich habe dann 114.000 Dollar gemacht, die Stunde. Ja, und daher hat es der VIP geschafft, auf Platz 2 hier zu kommen. Es ist wirklich die zweitbeste Methode, solo Geld zu verdienen. Es ist einfach so. Und auf Platz 1, alleine, also komplett solo, das meiste Geld innerhalb der kürzesten Zeit zu machen, ist und bleibt immer noch die Kontaktmission. Also die Mission, die ihr von Trevor, von Simeon, von Lester, von Gerald, Lamar und sonst wie sie alle heißen bekommen. Das ist immer noch die beste und attraktivste Möglichkeit oder Methode, um wirklich richtig viel Geld zu machen. Ihr müsst nur wissen, wie. Ich habe darüber ja mal ein ausführliches Video gemacht, der Link ist ganz oben in der Videobeschreibung. Unbedingt anschauen, da wird es nochmal ausführlich erklärt mit Videobeweis und damit ihr das seht, dass ich keinen Scheiß erzähle. Und das ist wirklich, da kommt es wirklich auf viele Punkte an. Also ich, wie ihr im Hintergrund seht, lasse ich mir jetzt in der Mission Zeit. Ich habe für diese Mission 10 Minuten gebraucht, habe am Schluss natürlich richtig viel Geld bekommen. Und dann habe ich die Mission nochmal gespielt in 3,5 Minuten und habe ja ungefähr die Hälfte nur bekommen. Aber jetzt überlegt es euch mal, in 10 Minuten 15.000 und in 3,5 Minuten 7.000. Das heißt, ich könnte die theoretisch könnte ich die Mission zweimal spielen, dann wäre ich 7 Minuten beschäftigt und hätte auch 15.000 und hätte immer noch 3 Minuten übrig, um die Mission ein drittes Mal zu starten. Also Jungs, lasst euch nicht von irgendwelchen anderen irgendwie beeinflussen oder Scheiße labern. Je schneller ihr die Kontaktmission beendet, desto öfters könnt ihr sie wiederum spielen und je mehr Geld bekommt ihr pro Stunde. Also es ist wirklich so. Spielt Kontaktmissionen, gebt Gas, beendet sie so schnell wie es geht und startet dann sofort die nächste. Es macht keinen Sinn, vom Ziel, so wie ich es im Hintergrund, einfach zu warten, bis es dann irgendwann vorbei ist, um dann einen großen Betrag zu sehen. Boah, guck mal, die Mission gibt hier in 2 Stunden 20.000 Dollar. Es ist Kappes, das ist totaler Blödsinn. Und ich habe jetzt mehrere Missionen auch gespielt. Ich habe alles Müll gespielt, ich habe Stress auf dem Dach gespielt, einen Job für einen Titan. Einfach zum Gucken, welche Mission gibt mehr Geld. Und das ist auch ganz wichtig zu beachten. Ich habe eine Mission gespielt auf Rang 6, die heißt Probleme am Pier. Ich habe 3,5 Minuten gespielt und habe 7.000 Dollar bekommen. Und ich habe dann, wir können auch anders, die ist für Rang 10, in der gleichen Zeit einen Ticken mehr bekommen. Also es waren 100 Dollar mehr, die ich bekommen habe für die gleiche Zeit. Das heißt, je höher die Missionen spielbar sind, ab welchem Rang. Also es gibt ja Missionen, die sind ab Rang 1 spielbar und es gibt Missionen wie zum Beispiel Stress auf dem Dach oder alles Müll oder so, da braucht man Rang 75 irgendwann mal. Und spielt die Missionen mit dem höheren erforderlichen Rang, wie zum Beispiel Stress auf dem Dach oder alles Müll, da bekommt ihr für dieselbe Zeit wesentlich mehr Geld. Ne? Das ist ganz wichtig zu beachten. Spielt die Mission so schnell wie es geht und wenn es geht, nicht so Billo-Missionen, die ab Rang 1 oder ab Rang 10 verfügbar sind, sondern wirklich ab Rang 40, 50, 75, sonst irgendwas. Das ist wirklich die beste Möglichkeit und auch die schnellste Möglichkeit, um effektiv Geld in GTA 5 online zu machen. Komplett alleine. Wie schon erwähnt, alleine. Klar, die heißen so, da kommen wir später bei einem anderen Video dazu, was die für eine Rolle spielen oder welchen Platz die haben. Aber komplett alleine, spielt Missionen bis zum Umfallen und das möglichst schnell und ihr werdet richtig schnell und viel Geld bekommen. Legal. Ne? Wenn ein cooler Glitch kommt, glitcht so viel wie es geht, ist natürlich lukrativer, aber legal ist es die schnellste Möglichkeit, solo an Geld zu kommen. Ich wiederhole mich so oft, damit es einfach im Kopf bleibt, ne? Also, ich würde mal sagen, das war's jetzt von diesem Video. Und dann schaut auf jeden Fall rein, wenn der zweite Part davon kommt. Und falls es euch gefallen hat, ich weiß, es war ein ewig langes Video, aber es musste ausführlich behandelt werden. Falls es euch gefallen hat, lasst ein Like da, es war unheimlich viel Arbeit. Und die nächsten zwei Teile folgen schon in den nächsten Tagen oder Wochen, ist auch wieder viel Arbeit. Aber ich bleib dran. Von dem her, falls ihr neu seid, lasst ein Abo da, würde mich freuen, schreibt es in die Kommentare. Und jetzt möchte ich nichts mehr hören, wie von wegen, ja, spielt irgendwas und so, das gibt mehr Geld. Es ist Kappes. Also solo erstmal. Zu den anderen Sachen kommen wir noch. Also Jungs, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao Jungs, macht's gut.